Wir sind im Finale vom Octa Battle mit dem Battle Rap Denkmal anscheißenden Battle Rap Tauberich Levi 77, der sich aus mir völlig unverständlichen Gründen einfach immer weiter durchgekämpft hat bis ins Finale. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich dachte, er wäre Kanonenfutter für Fortune, aber falsch gedacht, und die Seekers konnten ihn auch nicht aufhalten. Wenn jetzt auch noch Morgana fällig ist, dann falle ich völlig von meinem nicht vorhandenen Glauben ab. Da das Octa Battle, obwohl nicht wirklich relevant, trotzdem gerade das relevanteste Battle Rap Turnier im Universum ist, würde das bedeuten, dass Levi der aktuell beste deutschsprachige Battle-Rapper wäre. Also wenn das keine Motivation für eine Herausforderung für das Octa Battle 2 ist, dann weiß ich auch nicht. Zur Erinnerung, Octa Battle 2 Qualifikationen werden bis zum 17. September angenommen. Alle Infos dazu findet ihr im Octa Battle 2 Video in der Beschreibung. Auf der anderen Seite haben wir Psychopathen Morgana Galle, spuckenden Psychopathen Morgana, der uns höchstwahrscheinlich wieder für ein paar Minuten auf die angenehmste Art und Weise anschreien wird, auf die jemals jemand angeschrien wurde. Auch Morgana hat sich ins Finale gekämpft, und zwar mit einem Triumphzug über Batasmo im Viertel und Hell Kamikaze im Halbfinale. Und auch Morgana ist möglicher Anwärter für den Titel bester deutschsprachiger Battle Rapper. Wer meint, er wäre besser als er, kann gerne versuchen, ihn mit einer Octa Battle 2 Qualifikation herauszufordern. Ob Levi 77 und Morgana nochmal dabei sein werden, wissen nur Levi 77 und Morgana selbst. Aber aktuell sieht es so aus, als wären die beiden das Maß aller Dinge, was deutschsprachigen Battle Rap angeht. Mal sehen, was für ein Niveau uns im nächsten Octa Battle erwartet. Aber genug Vorgeplänkel, wir gehen rein in die Materie und gucken, wer hier wem die heftigsten Punchlines in die Fresse drückt und wer hier den Octa Battle Sieg sein eigen nennen und mit nach Hause nehmen darf. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit Levi 77 und seinen ersten 8 Zeilen. Schießen mit Gewehren los, ungewehrlos, ich JB hinterlasse Bitch-Rap an Sterbensnot. Deine Mucke ist ein Horror-Trip, da ist man nur am Headbangen, wenn du grad nen Blowjob gibst. Der Tod war dir schon prophezeit, du hast die Runden nicht gebrüllt. Das war ein Todesschrei, dein lastiges Gesicht ist kein aggressiver Blick. Da bekommt man höchstens Angst, dass du einem Schlaganfall erliegst. Ich hoffe, ich bin nicht wieder zu streng unterwegs, aber die erste Zeile hat mit Morgana nicht wirklich was zu tun und die restlichen kratzen so an einem Punkt, aber es reicht nicht ganz. Todesschrei finde ich auch nicht so gut, da hätte man vielleicht besser auf Hilfeschrei gehen sollen und dann einen 16er damit filmen, wie psychisch gebumst Morgana ist. Dass er im Internet um Hilfe schreit, wie einer, der einen Suizid vortäuscht, indem er nicht tief genug in die Arme schneidet oder absichtlich an der Pulsar da vorbei. Als wir uns trafen, war ich krass überrascht von der Art, dem Style, dem Charakter, den du hast. Ich wusste nicht, dass du deine Stunden gern allein verbringst, weil du im Innern nur ein unsicheres Kleinkind bist. Ich hatte deine Angst gewittert, als wir uns begrüßt haben, hat dir deine Hand gezittert. Ja, ich weiß, dass die Maske deine Stütze ist, damit du kaschierst, dass du ohne sie sozial gesehen ein Krüppel bist. Morgana scheint sich auch erstmal aufzuwärmen, nichts Punktwürdiges dabei, alles Aufbau für das, was wahrscheinlich, / hoffentlich folgen wird. Würde mich schämen, wenn ich dein Beatproducer wär. Da bockt mein eigener Tinnitus ja mehr. Und wenn man dazu deine Kackstimme raufpackt, wünsch ich mir sogar mein scheiß Tinnitus wär lauter. Keiner hat an mich geglaubt, no chance, besser du vergisst den Traum. Yep, 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 doch ich geb nicht auf, um Underdog zum Number One. Alles nimmt seinen Lauf. Morganas Beat-Producer soll sich schämen, völlig aus der Luft gegriffen und null punchend. Morganas Beats sind einfach kein bisschen scheiße. Sein letzter hätte sogar fast für einen Punchline-Punkt gereicht, weil die Drums so heftig in Hell Kamikazes Fresse eingeschlagen sind wie Bud Spencer-Ohrlaschen. Aber Levis angeblicher Tinnitus und seine damit verbundenen Zeilen sind grundsätzlich keine stark punchende Basis. Sondern wenn es tatsächlich so ist, eher ein Defizit, was schade wäre, weil er deshalb vielleicht keine volle Leistung bringen kann in diesem Finale und eingeschränkt bzw. behindert in diese Begegnung kommt. Ich hoffe, wir haben nicht den paralympischen Levi in diesem Finale. Die Hook ist nicht der Rede wert, kein richtiger Punch und kein Punkt für Levi. Okay, dann mach den Scheiß jetzt lauter! Bitch, halt die Backen! Unser kleiner Levi bekam gestern eine 1 für das Gipsmaskenbasteln. Unser Battle macht dich krank, würdest du den Druck von deiner Psyche vorher auf die Stimme legen, hättest du eine Chance. Wenn ich im Studio flüstert, dann übersteuert meine Vocalspur. Ich rap live ohne Mic, die Leute halten sich die Ohren zu. Ein Live-Auftritt von Levi wird ihn locker zerstören. Ich steh direkt vor den Boxen und kann ihn trotzdem nicht hören. Jetzt geht's richtig ab. Witziger Einfall von Morgana, hier Levi von oben herab als Einserschüler im Gipsmaskenbasteln zu bezeichnen. Außerdem soll psychischer Druck, den Morgana hier Levi andichtet, lieber in die
Stimme gelegt werden, damit er eine Chance hat. Levi ist stimmtechnisch etwas zärtlicher unterwegs und im Finale zu stehen kann sicherlich etwas Druck auslösen, auch wenn ich extra viel Zeit gegeben habe, um genau dem vorzubeugen. Aber Morgana bringt das hier wunderbar mit Gegnerbezug in einen Kontext. Dass sich Leute live bei Morgana die Ohren zu halten, ist für mich ein Eigentor, denn eigentlich will man als Artist ja gerne, dass die Leute einen gewissen Genussfaktor haben, wenn sie einem zuhören. Aber Minuspunkte für Eigentore will ich jetzt nicht aus dem Nichts einführen, vielleicht im nächsten Octa-Battle. Die letzte Zeile geht knapp an einem Punkt vorbei, ist witzig gedacht, aber im Prinzip wieder ein Eigentor, weil er im Prinzip davon rappt, dass er einen massiven Hörschaden hat und neben Lautsprechern nichts hören kann. Da wäre vielleicht eher sowas angebracht gewesen wie, wenn Levi rappt, kann man problemlos eine Nadel fallen hören. Trotzdem übernimmt Morgana hier die Führung. Du bist arrogant, feierst deine besten Zeilen. Dabei lässt du dir die Texte schreiben. An Julians Stelle würde ich dich längst aus dem Battle schmeißen, denn du hast in keiner deiner Runden etwas selbst geleistet. Wie kann man so erbärmlich sein? Dein Homie schreibt den Text und du ihn nicht mal in die Credits rein. Kommst du ins Finale weiter, dass du ständig rumbrüllst? Passt du dir, du Sklaventreiber? Bei Levi geht es damit weiter, dass Morgana seine Texte nicht selbst schreibt und es gibt für mich keine Möglichkeit, das zu überprüfen und finde den Vorwurf im Allgemeinen auch eher ausgelutscht. Nichtsdestotrotz ist die Zeile, dass Morgana ständig rumschreit und das passt, weil er ein Sklaventreiber ist. Aufgrund dieses Morgana schreibt nicht selbst Ansatzes trotzdem relativ raffiniert, gegnerbezogen und punktwürdig. Auch wenn der Ansatz an sich halt lame und ausgelutscht ist. Ich verteil so viele Bomben, bin das Pentagon im Oktagon. Ich werde Levi 777 mal durch Siebe. Levi 77, ironisch. Denn am Ende steht es für dich ohne User Vote 7 zu 70. Tune kennt sich bestens mit deiner Arschritze aus. Du kratzt die Reste deiner Vorhaut aus der Zahnlücke raus. Du liegst pinselt in einem Raum und dann zwicken wir dir deine Augen durch die Maskenlöcher aus dem Hinterkopf raus. Morgana übertreibt einfach komplett. Er bringt hier Wortspiele basierend auf Levis Künstlernamen und im Gegensatz zu den Seekers kommt hier der entsprechende Fick dazu. Anstatt Leviten zu lesen, wird Levi 77 siebenmal durchsiebt, punktwürdig. Ich korrigiere, 2 punktwürdig. Für Levi 77 steht es am Ende laut Morgana 7 zu 70, ebenfalls punktwürdig. Und der Rest ist pure Vergewaltigung der ekelhaftesten Snuff-Filmsorte. Beides 2 Punkte, absolut brutales Mutterficke von Morgana. Morgana baut seine Führung weiter aus und meine Bedenken, dass das Battle hier in einen Kuschelmarathon ausartet, weil beide sich so unendlich lieb haben, wurde zum Glück nicht bestätigt. Hier werden Reste von Vorhäuten aus Zahnlücken rausgepult und Augen durch den Schädel aus dem Hinterkopf rausgefickt, genauso wie es in einem guten Battle an der Tagesordnung sein sollte. Was bringt der Text? Charisma eines Grundschülers. Selbst wenn du was Schlaues sagst, kommst du dabei dumm rüber. Denn du bist nicht ausgesprochen aussagekräftig, weil du jede Aussage kräftig ausgesprochen hast. Bei dir kriegt man vom Händchen halten Geschlechtskrankheiten, denn du bist ein Parasit. Als Mensch verkleidet wär ich, du würd ich mich längst dahin. Der nächste Text deines Ghostwriters wird wohl dein Testament. Bei Levi 77 gibt es einen witzigen Ansatz mit Geschlechtskrankheiten und damit, dass Morgana ein Parasit ist. Und das Ende seines Parts ist, obwohl ich den Ghostwriter-Ansatz müllig finde, ein gelungener 2-Punkt-würdiger Abschluss. Weil da ein relativ guter Fick drin ist, auch wenn es wieder dieselbe Ghostwriter-Basis ist. Aber sogar das Testament von einem Ghostwriter verfassen zu lassen, ist dennoch ein gelungener Angriff. Morgana schiebt Levi 77 seine eigene Hook in den Arsch und auch wenn es alles extremisiert und völlig over the top ist, reicht das für 2 Punkte, vor allem auch, weil hier nochmal auf Levis fehlenden Druck eingegangen wird. Keiner hat an mich geglaubt, no chance, besser du vergisst den Traum. Yep, 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 doch ich geb nicht auf, um Underdog zum Number One, alles nimmt seinen Lauf. Levis Hook kommt erneut und dafür gibt es wieder keinen Punkt. Deine Rap-Identität ist wie ein Selfie von dir. So richtig hart, Hurensohn. Deine Videocrew besteht aus Anwaltssöhnen von der Privatuni. Machst du da Impro mit den Bonzen-Kids, ihr dummen Versager? Das hier ist Battle und kein Treff in deinem Jugendtheater. Du denkst, dass dich jeder feiert, jeder deinen Namen kennt. Doch gibst deinen Freunden Geld, nur um mit denen abzuhängen. Morgana beginnt im zweiten Part mit einigem, was eher daneben geht. Ich sehe hier nichts Punktwürdiges. Ein gescheiterter Flip von einer Levi-Zeile gegen die Seekers, in welcher er sagt, dass ihre Rap-Identität wie ein Selfie von ihnen ist, nämlich ein beschissenes Image. Morgana setzt hier etwas zu tief an und flippt es einfach nur damit, dass Levis Rap-Identität wie ein Selfie von ihm ist, so richtig hart Hurensohn. Es gibt stumpf geil und es gibt stumpf scheiße und das ist leider stumpf scheiße. Und der Rest ist auch eher durchschnittlich, wenn überhaupt.
Nenn mich Comedy-Rapper, denn wo ich auftrete, sind Lachnummern. Einfach gesagt, du gehst den Bach runter, du Schwanzlutscher. Erklär's dir nochmal, hoff, dass du es jetzt verstehst. Dein Rap geht nicht durch die Decke, nur weil du an die Decke gehst. Sei doch ehrlich, du hast Angst vorm Battle. Wie ne Slut vor Schwänzen nach nem Hardcore-Gangbang. Mach's auf Agro, erzähl mir keine armen Märchen. Du bist so Pussy, du kriegst so einen Apfel, keinen Magenschmerz. Zwei relativ knappe Punkte für Levi77. Der Anfang ist relativ witzig und ein Mix aus Representer und Angriff. Er spielt hier damit, dass er eigentlich niemand ist, den man ernst nehmen kann oder soll. Aber es gelingt ihm hier, das trotzdem für sich zu drehen und Morgana einen reinzudrücken. Und dass Morgana so Pussy ist, dass er von Apfelkernen Magenschmerzen bekommt, ist halt auch kein harter Fick, aber relativ witzig. Levi holt hier wichtige Punkte und kann ein bisschen aufholen. Das Mädchen in deinen Videos versaut dir deinen Namen. Du stehst auf dieser Hure, doch du traust sie nicht zu fragen. Levi, sie wird mir bei dir halben Hemd blauen. Ich häng mit ihr im VIP und du, ich sapp in der Friendzone. Ich boxe diese Fotzen so in Rage vor die U-Bahn. Deine einzigen Freunde sind Zahlen und Computer. Cool, Alter, scheiß auf deine Crew. Wenn ich alt bin, will ich bitte nicht so einsam sein wie du. Morgana drückt Levi hier das Einzelgänger-Computer-Nerd-Forever-Jungfrau in der Friendzone-Image auf und das klappt ein kleines bisschen, würde ich sagen. In Verbindung mit einem weiteren Flip von Levi aus dessen Runde gegen Fortune, in welcher er sagt, er will alles nur nicht so sein wie Fortune, sagt Morgana hier, er will alles nur nicht so einsam sein wie Levi. Ich gebe für den gesamten Achter als Ganzes in Anführungszeichen nur 3 Punkte, weil es nicht auf ganzer Linie überzeugt und die Einzelzeilen etwas schwächeln, aber als Ganzes wirkt es relativ solide. Features Kamikaze, willst du mit Erfolg gewinnen, Alter? Der Typ trägt Sonnenbrille plus Bommelmütze und ist bei Wolkenhimmel übelst verkackt. Der Typ ist kein lyrisches, das nur ein psychisches Wrack. Seid wie paar Küken versus nen 2 Meter Hühnern. Euer Rumgeschreie sind für mich bloß Kleinkindallüren. Kamikaze ist mit Absicht in ein Battle geflogen. Er hat sich bei dir gekillt und dich ins Verderben gezogen. Levi holt wieder 2 eher knappe Punkte. Er hält Hellkamikaze nicht für ein lyrisches Ass, sondern für ein psychisches Wrack. Hier kommt nochmal Joe Times Angriffsfläche aus dem Viertel gegen Hellkamikaze zum Einsatz, in welcher er Kamikaze Depressionen nachsagt, die überspielt werden durch seine komplett gegensätzliche Art, sich zu präsentieren. Der Punkt ist unter Vorbehalt und bleibt nur, wenn Hellkamikaze tatsächlich in Morganas Runde dabei ist. Falls nicht, existiert kein Gegnerbezug und somit auch keine Grundlage für einen Punkt. Auch dass Levi das Rumgeschreie von Morgana und Kamikaze für Kleinkindallüren hält, ist gerade so punktwürdig, natürlich auch nur, wenn Kamikaze Morganas Runde dabei ist. Alter Hilo! Hast du Bock? Und das Haus ist wie ein Panzerkampfwagen voller Testosteron und deiner das äquivalente Schwanz im Arsch, du Hurensohn. Die druckenlose Dreckstimme bringt sogar Insomnia geplagte Kriegsveteranen am Silvesterabend sicher zum Schlafen. Levi reicht doch ne Finalrunde ein, aber gewinnt dann nur den Preis für den besten Karnevalsverein. Du machst ein Kasperl im Theater wie die Muppet Show mit nem Wacken Flow. Statt dein Choreograf ist Epileptiker mit Tourette-Syndrom. Kamikaze holt 2 Punkte mit der Übertreibung des Jahrtausends in Bezug auf Levis fehlenden Druck in der Stimme. Und da Kamikaze in Morganas Runde dabei ist, darf Levi seine Punkte gegen ihn behalten, auch wenn das Ganze gerade punktetechnisch etwas aussichtslos für Levi aussieht. Aber es steht auch noch ein Gesamteindruck und ein User-Voting an. Was willst du denn im Oktagon, du so zur Probe kommst? Ich werf dich in die Kita-Gruppe und du wirst dort totgefoxt. Levi schwingt den Videos selbstbewusst das Tanzbein. Doch er zieht den Schwanz ein, wenn man ihm die Hand reicht. Stellt ihm die Kassiererin eine Frage an der Kasse, dann bekommt er gute Dünsches und eine Panikattacke. Du willst dem Vergewaltiger deiner Mutter den Kaffee anbieten. Du lieber Bengel, willst ihm helfen, seinen Schwanz reinzuschieben. Geiles Ding. Hellkamikaze beginnt hier mit einer Einpunktzeile darüber, dass Levi in einer Kita-Gruppe totgeboxt werden würde, kommt dann mit einem Vierer, der zwar nicht für einen Punkt reicht, aber als stabiler Aufbau für seine Endzeile dient, in welcher er dann alles rasiert und 3 Punkte einsackt. Das ist ein neues Level von Mutterfick, was Hellkamikaze hier gebracht hat. Das ist Mutterfick, bei dem der Muttergefickte sogar noch eine unterstützende Funktion beim Mutterfick einnimmt. Hör mir zu, du kleiner Bengel, Mann, ich scheiß auf dein Gelaber. Das Battle ist für Levi wie sein eigenes Theater. Und er denkt, er lässt es richtig krachen auf der Bühne, aber flieht in eine Welt voller Masken und Kostüme. In der echten Welt steht Levi halt nur leise am Rand. Sein zweites Ego zieht ihn immer weiter in den Bann. Du willst für immer der freche Dude sein, der Levi77 ist, und klebst dir deine Maske mit dem Heißkleber an. Der Vorhang fällt, doch keiner gibt Applaus. Du blickst dich um, ich bin der Einzige im Raum. Ich dreh dich von der Bühne und das war's mit dem Rappen. Und dann spürst du deine Knochen auf den Boden der Tatsachen brechen. Du sollst aufwachen und dich nicht schlafen legen. Jetzt kannst du Bengel deine Traumblase platzen sehen. Gib mir das Augskabel, steck es in dein Augapfel. Da kannst du ein richtiges Finale sehen. Hab ich nicht gesagt, er wird in seiner Welt verschwinden? Hab ich nicht gesagt, er soll mal zu sich selber finden? Hab ich nicht gesagt, der Titel wird Küche hat? Junge, hat er nicht gesagt.
absolut epochales Ende mit Anlehnung an Morganas Qualifikation und ich sag mal ganz frech, Spiel, Satz und Sieg auch vor dem Gesamteindruck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das an Morgana gehen wird. Bitteschön, Morgana. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier noch für Punkte geben soll auf Punchline-Basis. Ich gebe mir das Ende jetzt nochmal und guck, ob das jetzt reine Atmosphäre war oder hier auch Schellen an Levi verteilt worden sind. Ich gebe nochmal 3 Punkte für das Ende als Ganzes, auch wenn die Zeilen als einzeln nicht wirklich beeindruckend sind, aber insgesamt kommt es halt dennoch zerberstend. Eigentlich sind Maskenrapper immer weniger angreifbar als Nicht-Maskenrapper, aber Morgana kann Levi hier so ein komplex behaftetes Würstchen-Dasein aufdrücken, dass es scheppert. Ich gebe mir beides nochmal komplett für den Gesamteindruck und dann gucken wir mal, ob Morgana hier nur blendet oder sich tatsächlich mit Levis Gesicht den Arsch abgewischt hat, wie es aktuell den Anschein macht. So, ich habe mir beides nochmal gegeben und mein erster Eindruck wurde komplett bestätigt. Ich gebe 60 Punkte im Gesamteindruck für Morgana und 25 für Levi und mit dem User-Voting haben wir einen Endpunktestand. Herzlichen Glückwunsch, Morgana. Absolut verdienter Turniersieg, gute Zeilen, schöne Atmosphäre, Finalstimmung, guter Feature-Gast. Alles richtig gemacht. Außerdem anscheinend der Erste, der Levi tatsächlich mal wie einen ernstzunehmenden Gegner behandelt hat. Ich hoffe, sowohl Levi als auch Morgana, genauso wie natürlich auch Hell Kamikaze und die Seekers, nutzen ihre halbe Wildcard und bekommen alle einen stabilen Herausforderer. OctaBattle 2 Qualifikationen an octabattle@aol.com bis zum 17. September.